Buongiorno, meine kleinen Makronis, zu einer neuen Folge von Windpocken Tournament, die blaue Liga. Wir werden mit Gewaldro ein bisschen Randale schieben und danach sollten wir, glaube ich, hoch genug kommen im Rang, um endlich im Turnier teilnehmen zu dürfen. Ich habe keine Ahnung. Hinato ist unser erster Gegner. Hey, oh, guck mal, Rasse hat einen Wrestler-Pikachu, dann haben wir das erste Mal Wrestler-Pikachu als Gegner. Cool. Bin ja mal gespannt, ob es was auf dem Kasten hat. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal die beiden hier mit. Habe jetzt seit ein paar Tagen nicht gespielt. Ich wollte unbedingt gucken, ja, ob jemand sich meldet, von wegen, ob ich hier offscreen ein bisschen vorzocken soll. Eine hat geschrieben, kann ich ruhig machen. Werde ich jetzt auch machen. Diese Folge noch einmal direkt im Anschluss an die letzte Folge. Also von der Story her. Und danach werde ich so weit spielen, dass wir sofort den Turnier weitermachen können. Ich mache dann einmal hier die Rangmatches und dann geht sofort im Turnier weiter. Da kann ich ein bisschen offscreen zocken. Okay, er macht dann die Laubklinge. Okay, das war, sieht aus wie Strauchler, was er da gemacht hat. Ah, okay. Kommen wir nach oben? War das jetzt Matschbombe oder? Keine Ahnung. So, einmal kurz Gram und. Geil. Cool aus. Was war das denn jetzt? Der fette Laubkling reingedrückt. Ist schon irgendwie. Gewaldro ist stylisch. Gewaldro ist ja von dem Pokémon her der schnelle Kämpfer. Was ja auch irgendwie logisch ist. Gewaldro hat eine richtig geile Initiative, besonders als Mega. Ich bleibe bei Afuso. Füso Schüssel, Lüsseldödel. Ah, okay. Ich muss ja noch ein bisschen rumprobieren. Einmal den hier voll reinzwiebeln. So, und jetzt weiß ich auch, wie ich mit der Tasten... Okay, wie ich mit der Tastenbelegung mein Special auslösen kann. Wenn ich meine Tastenbelegung umändere. Ich muss einfach die richtigen Knöpfe drücken. Mich Helfer-Pokémon und blocken. Habe ich ja bis jetzt immer erfolgreich verkackt. Und jetzt gibt's aufs Maul. Alter, sieht das geil aus. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Noch einmal Grabben. Das ist voll cool. Großartig. Gewaldro ist als Mega so cool. Und Pflanzendrache ist auch eine coole... Ah, okay, damit kann ich leben. Und Pflanzendrache ist auch eine coole Kombo, auch wenn sie gegen Eis wieder mal extrem schwach ist. Das war schon geil. Mega Gewaldro ist echt cool. Glücksbonus! Freu mich! Aha, ein Pullover. Ich trage ja auch im Real Life so viele Pullover. So, Emilia. Emilia. Clark? Ich weiß es nicht. Mit Kanakrarrak. Wenn wir erstmal kaputt schlagen, nehmen wir mal die beiden mit. Jo, dann gegen Quackrack. Der Pseudodrache gegen den Drachen. Speed gegen Stärke. Wer wird gewinnen? Natürlich Speed. Kein Stress. Was auch immer der jetzt gerade von mir wollte, aber ich mache mir keinen Stress. Erster Hit. Bams. Ich hau dich kaputt. Auch wenn meine Attacken eigentlich nicht viel Schaden bei dir machen sollten, werde ich dir trotzdem mal reinzwiebeln. Yeah. Was ist das denn? So, machen wir den hier.
Ja, yeah, Mann, erfolgreich gekontert. Ich mag Konter-Moves immer noch nicht. Oh, wegen Smash bedingt. Aber trotzdem, es gibt sie und man sieht sie auch ein bisschen und tut sie auch. Und es funktioniert ja auch. Machen wir den hier. Mal gucken, ob Natara zum Einsatz kommt. Wir sind ja relativ schnell mal durch. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's wieder ein Farbengewitter vom Feinsten. Nein! Da ist er mir ausgewichen, der Sack. Das ist mir nicht von dir gefallen. Und perfekt sogar. Alter, Knacker hatte keine Chance. Das ging schnell. Erstaunlicherweise sehr schnell. Yeah. Wieder Glücksbonus. Meisterlich, ich weiß. Machen wir mal auf Angriff. Er ist ja schnell genug. So, babs. Schade, kein Bonus. Abelardo. Was für ein komischer Name. Mit Pikachu. Während die Ratte im Staub zertreten. Dafür nehmen wir auch extra unser Bodenteam mit. Ich hätte auch gerne wieder neue Helfer-Pokémon. Es gibt ja auch noch so kleine Helferteams mit Legenden. Ich glaube, Jirachi gibt es zum Beispiel. Habe ich einmal gesehen. Bin ich gespannt, was wir da noch so alles kriegen werden. Ho-Oh wäre natürlich cool. Oder Arceus als Helfer. Boah, nur nicht übertreiben. Wir nehmen Dragotto. Ah, ich bin natürlich voll reingesprungen. So, blöde Ratte. Keine Gnade. Ah, nach oben dann statt Angriff, dann sprintet er auf den Gegner zu. Das ist auch cool. Also wenn ich halt weg bin, also nach vorne und dann den starken Angriff mal hier natürlich. Hams, na, wie gefällt dir das? Nach unten drücken, dann tritt er so drauf. Das ist cool. Das ist mit den ganzen Richtungen, da kann man auch die Angriffe variieren. Das ist irgendwie geil. Dragosso? Irgendwann mal? Keine Ratte, du. Uah, jetzt bin ich sauer! Das ist voll cool, wenn er seinen Bora da einsetzt. Das sieht irgendwie geil aus. Und das war's für Pikachu. Gewaltrum macht aber auch coole Posen, wenn er angreift. Ach, schon wieder perfekt. Nice. Yay, Sieg. Das ist unser totaler Sieg. Was? Nur 3 Sterne. Ist auch wurscht. F-Stick. Nochmal da drauf. Immer schön auf Angriff. Alter, mit ihrem Gengar. Da kriege ich das mal aufs Maul. Yeah, yeah. Juhu, bist du gut drauf? Ich werde dir im Kampf auf den Zahn fühlen. Na, werde ich dir deine aber ziehen. Möchte ich dir mal so anmerken. Hier kommen die beiden wieder mit. Gengar ist so cool. Mit dem müssen wir aber auch noch ein bisschen üben. Weil er ist ja sehr tricky. Der alte Lächler. So, wir nehmen diesmal Evoli mit, damit wir unseren Angriff noch ein bisschen steigern können. Au! Oh. Mann, Alter, was ist denn jetzt los? Komm her! Blöd Mann. Das ist ja... Der führt mich einfach vor. So, jetzt gibt's aber hier richtig auf die Fresse. Komm her! Das ist mir von dir nicht gefallen. Ja, hurra!
damit die ganze Zeit im Boden rummacht, aber nichts großartig, aber trifft mich. Und das hart. Gefällt mich. Gib Drachen. Ich werde dich töten, du Geist. Komm her! Dass man einen Griff kontert, das ist so doof. Jetzt reicht's mir. Huch. So, jetzt hat er keine Chance. Er hat nicht mal seinen Special eingesetzt, der Blödmann. Aber ich mache es. Yay! Ah, natürlich, weil er das jetzt abgewehrt hat. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, natürlich. Ich schlaf noch eine Runde. Walter! Das war jetzt knapp. Jetzt macht einen auf Ninja. Das war jetzt aber echt knapp. Meine Güte. War das knapp am Ende? Der hat mich fast noch besiegt. Ja, ja. So. An deiner Form gibt es nichts auszusetzen. Ich weiß. Bin ja auch gut gebaut. Jetzt kommt erstmal Russell Crowe. Den werden wir jetzt erstmal verprügeln. Dem Psychopathen, der alles verkloppen muss. In dir ruht große Kraft. Bitte erweise mir die Ehre eines Kampfes. Sehr förmlich, der gute Mann. Komm, wir holen uns den Evoli-Boost. Möge das Evoli mit uns sein und uns stärken. Rest den Pikachu. Warum nicht Resadero? Resadero ist cool. Oder Kikli? Kikli wäre so geil. Ja, wir sind wieder im Geisterhaus. So. Entfessel die Macht. Oh, Schnauze. Das arme weibliche Pikachu. Hallo, ich wollte nicht zweimal dasselbe machen. Bams! Alter, wie wir das zerstören! Okay, hat er mich tatsächlich getroffen. Jetzt hast du keine Chance mehr! Ich bringe dich um! Tschö! Apollo, da ist Apollo im Hintergrund! Apollo ist cool! Ich liebe Apollo. Mit Abstand mein absolutes Lieblings-Pokémon. Weil es einfach so toll ist. So, ich hau dich erstmal. Besser gesagt, ich trete dich erstmal. Ist ja immer. Lass mich auf damit. Lass mich rüber. Das wollte ich gar nicht machen, aber egal. So, mit mehr Angriff. Lass mich jetzt reinhauen. Das sieht so geil aus. Das ist so stylisch, wenn er das macht. Ja, great. Tja, wärst du ein Resadero oder ein Kikli, hättest du mehr Chancen gehabt. Aber das bist du ja leider nicht. Du bist ja nur ein Pikachu. Dass sie immer so unnötig Pikachu halten müssen. Ich finde Pikachu gar nicht mal so toll. Nicht am Anime. Yay, Stufe 4. Und wir haben schon die 5 Matches durch. Das in 15 Minuten? Nicht mal. Beeindruckend, auf Gegner wie euch habe ich gewartet. Sei froh, dass du noch nicht gegen Schattenmühle kämpfen musstest. Die Resultate! 11. Da fehlt ja noch ein bisschen. Egal. Kriegen wir noch gewuppt. Wer gelacht? Nee, nur 3 Level,
jetzt muss ich das Ganze noch einmal machen für 3 Level. Für Ränge meine ich. Aber egal. Soll ich ja schon Folge beenden? Das wäre extrem kurz, ne? Was? Dann machen wir noch etwas anderes. Dann schauen wir uns noch ein Pokémon in einem separaten Kampf an. Ich gehe mal in meine Stadt. Pokémon-Einstellungen, den Partner wechseln. Wen haben wir denn noch nicht gesehen? Den haben wir noch nicht gesehen. Wir nehmen mal kurz den vierarmigen Hulk mit der nicht vorhandenen Unterhose. Und dann kämpfen wir einfach mal ein Ründchen. Da haben wir noch ein bisschen was im Kampf. Im Part. Ein Spielerkampf. Ah, hier war ich noch gar nicht drin, deswegen erklärt ihr mir das jetzt. Okay. Jetzt redest du dich bei mir, das ist ja wieder ganz nett. Beim ersten Kampf erscheinen statt Resonanzenergie Überraschungsboxen in der Kampfstätte. Ah, okay. Aha. In diesen Überraschungsboxen stecken nützliche Extras wie KP-Regeneration, Resonanzanstieg oder ein positiver Status. Die Art des Effekts lässt sich anhand der Farbe der Box bestimmen. Wenn du Pech hast, fängst du dir allerdings einen negativen Status ein. Ich habe dich gewarnt. Naja, gibt Schlimmeres. Beim Extrakampf gewinnt meistens der, der die Überraschungsboxen am besten ausnutzt. Ist ein ziemlich kurzweiliges Vergnügen. Und du solltest es auf jeden Fall mal probieren. Denn eigentlich möchte ich einfach ganz normal kämpfen. Einfach nur draufkloppen. Aber egal. Mit diesen Regeln spielen. Rundenpunkte. Machen wir mal eins. Machen wir das mal unendlich. Resonanzenergie. Fertigkeitsstufen. Oh, passt. Okay, alles klar, dann nochmal die hier. Und als Computergegner nehmen wir einfach mal den Boxer gegen den Kicker. Supporter-Setto? Der mische der hin? Und kriegt der hin? Ganz Boost. Ah, machen wir mal Resonanzboost. Ah. Okay, Ferrum Stadion, Neo City. Okay. Cool. Telluria. Ah, Vulkanros. Wie man das ausspricht, ich habe keine Ahnung. Grebbetland. Telluria Herbst. Geisterhaus, super cool. Alte Stadt in Ferrum Winter. Training Arena, da waren wir noch nie drin. Ja, ich möchte es heiß. Heiß und fettig. Der selber heiß und fettig. Ist doch lustig. So, gegen Logok. Yeah. Ja, da müssen trainieren. Ich box dich! Ich box dich! Ich möchte nur einfach kämpfen. Einmal kurz Macho mal zeigen. Yeah! Zwar bin ich aufs Ohr gekriegt, aber egal! Meine Fresse! Alter! Ernsthaft! Was ist denn? Alter! Das ist auf normal! Oder das machen wir einfach scheiße! Alter, leck mich fett, ey. Ja, übertreib nicht. Natürlich muss er kontern, weil er behindert ist. Okay. Die erste Niederlage im Spiel mit Macho Mai, welches ja allgemein nicht so toll sein soll. Super, es läuft. Mitleidsbonus? Scheiße. Steht da Tropfen. Was?
Splitter Tropfen hüllt den Stein. Was ist das denn für ein Spruch? Hab ich noch nie gehört. Komm, noch einmal. Wir versuchen es doch einmal gegen den Blödmann. Kann doch nicht sein, ey. Ja, komm, drück mal weg. Blablabla. Du bist mein Pokémon-Helferchen. Meine Güte. Meine Fresse, das gibt auf den Sack, ey. Das war jetzt hier verprügeln, so Gatling-Style. Wow, ich hab mal getroffen, cool. Ob auch wenn er den Kreuzsieg macht. Ach, jetzt geht's auf einmal, oder was? Alter! Was war das denn jetzt, Energiefokus? Ich fass es nicht, jetzt mache ich den völlig ohne Ende. Das ist ja... Auf einmal so Riesenwerte. Also ich stelle mir das gerade vor, wie es sein muss, wenn man wirklich viele Arme hat. Die Koordination ist doch schon dann irgendwie schwer, oder nicht? Kampf beenden und die Folge beenden, alles klar. Okay, machen wir mal. Ist eine Sache für sich. Ich werde da mal offscreen ein bisschen hier weitermachen, damit ich dann in der Liga dann das Turnier bestreiten kann. Ich möchte gerne in die nächste Liga aufsteigen. Ah, da bin ich ganz gar nicht drauf. Dann würde ich mal sagen, sehen wir das in der nächsten Folge, wenn wir dann das Turnier bestreiten. Wird geil. In dem Sinne, arrivederci, meine Kamakoronis. Bis zur nächsten Folge. Wird cool. Wir werden ordentlich rocken. Das weiß ich jetzt schon. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.